So, im vorigen Video schon angekündigt, diesmal wollen wir tatsächlich nochmal auf Schillingsverfahren eingehen und die Feinheiten beim Supersampling. Nur kurz zur Erinnerung, das ist unser letzter Stand, wir haben dieses Teil hier gemacht und jetzt wollen wir uns mal was ganz Freakiges angucken, würde ich sagen. Und zwar gucken wir uns jetzt mal ein Pixel an. Wenn wir uns erinnern, hier, das waren ja geteilt in 16 Subpixel. In diesem Fall gucken wir uns jetzt das Ganze mal an, wenn wir es nur auf 4x4 Subpixel teilen, Entschuldigung, es waren auf 8x8 wurde es geteilt. Und jetzt gucken wir uns aber an, wie es auf 4x4 aussieht. Und wir gucken uns aber nicht nur eins an, sondern ich mache gerade mehrere. So 8 Stück, das ist meistens auch das, was man irgendwo in den Büchern sieht. Vielleicht als kleine Erklärung noch dazu, natürlich die lilanen Dinger hier, das sind unsere Ränder für die jeweiligen Pixel. Und die einzelnen Punkte hier sind unsere Markierungen für die Mitte der Subpixel. Bevor wir hier drauf gehen, nochmal kurz einen Schwenk zurück. Wenn wir uns dieses Beispiel hier angeguckt haben, dann haben wir uns überlegt, wann muss ich diesen Pixel, also sagen wir mal ohne Anti-Aliasing ganz einfach, wann muss ich einen Pixel einschalten, wann muss ich einen Pixel ausschalten? So, also hier nochmal ganz einfach die Figur und wir haben dann gesagt, okay, auf jeden Fall alles, was drin ist, muss angeschaltet werden. Und dann in diesem Fall hier habe ich noch gesagt, okay, überall, jedes Pixel, wo die Linie streift, soll auch eingeschaltet werden. Und das hat dann diesen klobigen Effekt gehabt. So, das heißt, unser Auswahlkriterium, ob Pixel an oder aus, war, es wird mindestens ein Pixel gestreift. Dann hatten wir uns das Ding hier entworfen und haben gesagt, okay, ob jetzt ein Pixel von unserer Gestalt hier, von dem Rahmen, von dieser Figur, die wir gezeichnet haben, ob das jetzt, wir haben nicht nur an oder aus, sondern wir haben auch noch so einen Farbwert. Also da haben wir ein bisschen was anderes verwendet. Da gibt es nicht nur an oder aus, sondern gibt es dann so eine Art analoge Version davon. So, wieder zurück zu unserem tollen Pixelfeld. Ich finde, es ist eine Ironie, dass wir genau dasselbe Problem, ich gehe nochmal um, was wir hier haben, auch hier unten haben, was man ja, ja, Punkt. Um mal nicht zu viel vorwegzunehmen. Weil, na klar, ich habe hier oben meine Linien mit Pixellinien gezeichnet, sondern nicht mit, und nicht mit Vektorlinien, deswegen waren da natürlich immer Pixel, die Subpixel waren natürlich immer an oder aus. Aber wenn wir uns jetzt das genauer angucken, dann haben wir ja eine Vektorlinie, ich male sie jetzt am liebsten, ich mache sie mal so mit Dunkelrot. Wenn wir jetzt eine Vektorlinie haben, die zu einer Figur gehört, dann müssen wir auch hier wieder darauf achten, bei den Subpixeln, es ist ja eine Vektorlinie, die hat ja keine Pixel. Das heißt, wird jetzt ein Pixel, wird jetzt ein Subpixel sogar angeschaltet oder nicht? Wie gesagt, ich gehe nochmal nach oben. Natürlich, das Problem hatten wir oben nicht, weil meine Linie hier oben aus Pixeln bestanden hat und ich gesagt habe, na gut, die Pixel sind ja hier schon an. Aber das haben wir nicht hier. Natürlich, hier sind auch wieder Pixel. Wir überlegen uns einfach, dass das hier keine Pixel sind dazwischen. Das ist ein mysteriöser Raum. Egal, unwichtig. So, Punkt ist, wir müssen uns also jetzt überlegen für unser Supersampling, ist jetzt ein Subpixel angeschaltet oder ist ein Subpixel nicht angeschaltet? Und dann kann man nämlich sagen, okay, sagen wir in diesem Beispiel, wir haben diese Subpixel hier angeschaltet, zum Beispiel, sagen wir diese hier nicht. Dann können wir sagen, okay, 6/16 Pixel sind eingeschaltet, deswegen wird jetzt, falls die Figur rot sein soll, ich mache sie mal rot, wird jetzt auch dieses gesamte Pixel auf 6/16 der Farbe rot komplett markiert. Das heißt, weil diese Dinger hier alle eingeschaltet sind, wird dieses gesamte Pixel hier an sich so eingefärbt, nämlich 6/16. Ich habe es nicht nachgemessen. So, und genau darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Mach's mal gerade alles wieder rückgängig hier. So, die Frage ist, wann ist jetzt ein Subpixel eingeschaltet oder nicht? Das ist die wichtige Frage. Da gibt es mehrere Verfahren. Ein Verfahren ist das Schilling-Verfahren. Oder bei uns in der Uni wird es auch das exakte Verfahren genannt. Und dann gibt es nochmal das einfache Verfahren, nenne ich es mal. Bei uns an der Uni auch einfaches Supersampling genannt. Entschuldigung, normales Supersampling. So, wir fangen mal ganz unten an. Was ist das normale Supersampling? Das ist das, was uns eigentlich weniger interessiert, weil es schlechtere Ergebnisse bringt. Ungefähr so, wie ich es am Anfang angefangen habe. Beim normalen Supersampling sagt man, ein Subpixel ist angeschaltet, wenn der Mittelpunkt überschritten ist. Deswegen habe ich die Mittelpunkte überall eingezeichnet, der hier natürlich nicht. So, das heißt, die hier sind alle an. Entsprechend sind auch in diesem Feld hier diese alle an. Und diese alle hier sind an. Naja, hier, das kann man sich jetzt denken. So, das heißt natürlich nicht, dass wir eine Figur so zeichnen, sondern wie gesagt, wie vorher, man muss jetzt aufpassen, das ist hier ein riesig großer Maßstab, den wir haben. Wir sagen jetzt zum Beispiel, hier sind fast alle an. Also wird dieses gesamte Pixel, was hier lila umrahmt ist, natürlich nicht mit dieser Grünfarbe oder entsprechender mit der Rotfarbe eingefärbt, sondern um jetzt mal auf die richtige Farbe zu kommen, es ist fast alles eingefärbt, dann haben wir so ein fast ganz Rot, also würde es dann so eingefärbt werden. Und natürlich nicht nur diese, sondern wir können ja nicht nur Subpixel zeichnen auf dem Bildschirm, sondern wir können ja nur ganze Pixel zeichnen, das ist ja hier nur ein mathematisches Modell. Also werden die Dinger hier unten natürlich mitgezeichnet. Entsprechend hier auch. Hier ist ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte, ein bisschen weniger, eigentlich genau die Hälfte. Aber man gucken muss man können. Und deswegen nehmen wir genau 50% des Rottons für dieses komplette Pixel. So, entsprechend hier ist wieder ein bisschen weniger. So, das heißt, was wir uns jetzt hier angucken ist,
In welcher Farbe müssen wir das Pixel machen? Ich wiederhole es nur nochmal, ich kam damit dauernd durcheinander, was hier was eigentlich macht. Das heißt nochmal minimale Zusammenfassung. Wir gucken uns quasi an, okay, was wird hier, was ist in dem Feld unserer gesamten Figur hier? Und dann halt der Menge entscheiden wir dann, welche Farbe das einzelne Pixel haben soll. Wie gesagt, wir erinnern uns, das lila Ding hier ist ein Pixel. So, kleiner Abriss. So, mit diesem Verfahren gibt es ein paar Probleme und deswegen gibt es das Schilling-Verfahren. Die Probleme, die es gibt, will ich gleich erst zeigen. Ich will erst mal erklären, wie das Schilling-Verfahren funktioniert und dann mit dem geilen Beispiel. So, das Schilling-Verfahren oder auch das exakte Verfahren, will ich es mal nennen, das guckt sich jetzt nicht an, ist die Linie, ist der Mittelpunkt von unserer Figur eingeschlossen, sondern der sagt mehr, Moment, eigentlich sind mir die ganzen Subpixel vollkommen egal. Die machen wir mal alle weg. So, und die Mittelpunkte, die sind mir auch egal. Die machen wir mal alle weg. Und jetzt gucken wir uns an, wie viel ist denn jetzt hier eigentlich überdeckt? Und wir gucken dann, okay, von dieser Fläche ist ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte überdeckt. Also kriegt der ungefähr so einen Rotton, dieses Pixel. Und genau dasselbe machen wir auch mit dem Rest. Wenn wir uns jetzt das Ding hier angucken, da ist ja fast mehr, da ist ja sogar viel mehr als die Hälfte überdeckt. Das heißt, der kriegt schon einen sehr guten Rotton hier. Und dann gehen wir noch einen Pixel weiter. Oh, hier ist ja noch mehr überdeckt, der kriegt schon fast einen vollen Rotton. So gut, und der ist komplett überdeckt, kriegt auch einen vollen Rotton. Vollständigkeit halber. Gucken wir uns auch den hier an. Ja, der ist auch sehr wenig nur überdeckt. Der kriegt einen sehr hellen Rotton. Wir zoomen jetzt ein bisschen raus und sehen, ja, es ist so ein bisschen gut abgestuft hier. Natürlich sieht es jetzt ein bisschen komisch aus, weil die Figur hier so geht und dann die Pixel plötzlich so riesig werden. Aber das ist die Idee von dem exakten Verfahren. Jetzt will ich mal ein Beispiel zeigen, was es jetzt bei uns an der Uni gibt. Es ist ein bisschen verwirrend. Ich will es deswegen zeigen, weil ich das Gefühl habe, dass das überall mal verwendet wird als Beispiel. Und um mal auf die Verwirrtheit einzugehen, das ist das Ding. Auf der linken Seite haben wir den exakten Algorithmus und auf der rechten Seite das normale Supersampling. Und das, was ich eben mit den Rottönen hatte, wurde hier mit Grautönen gemacht. Ich verschiebe das Ding einfach mal. Wir sehen jetzt, da füllt sich irgendwas und die Farbe verändert sich entsprechend. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite, wenn ich das Ding nach oben schiebe, das verändert sich sehr gut. Und auf der rechten Seite, das macht immer so große Sprünge, so plapp, 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 plapp. Das ist der Unterschied zwischen dem exakten Verfahren und dem normalen Supersampling hier auf der linken Seite. Als eine Folge vom normalen Supersampling will ich gleich nochmal zeigen, bei dieser Linie jetzt hier, also weil wir hier so eine Linie verschieben. Was uns erstmal interessiert, ist die Tatsache, dass wir hier auf der rechten Seite, wir gucken nur hier auf die rechte Seite, interessiert uns, wir wissen ja ungefähr, hier ist der Mittelpunkt, ist jetzt nicht eingezeichnet, aber man kann es ungefähr sehen. Und wenn ich über den Mittelpunkt gehe, dann schaltet er die ganze Reihe aus oder ein. Natürlich, weil die Linie ja so vergeht. Also, wenn wir stellen uns vor, zum Beispiel unsere Figur geht nach oben, beziehungsweise unten ist ja schwarz, also unsere Figur geht nach unten. So. So, und immer wenn ich über die Mittelpunkte gehe, wie gesagt, verändert sich das. Solange ich aber über keine Mittelpunkte gehe, verändert sich hier nichts. Man sieht jetzt auf der linken Seite, obwohl ich über keine Mittelpunkte gehe, verändert sich das. So, was ist hier der Grund? Wenn wir uns jetzt mal hier diese Fläche oberhalb des roten Dingses angucken, dann bewege ich es jetzt einfach mal so ein Stück. Und jetzt können wir sehen, dass diese Flächen, wir wissen ja hier, das sind einzelne, das sind vier Dinge. Wenn wir jetzt diese Fläche rechnen und diese Fläche rechnen und diese, dann ergeben diese drei Flächen zusammen genau die Hälfte von dieser Fläche. Und das ist im Grunde ähnlich wie hier auf der rechten Seite. Immer bei der Hälfte, wenn die Hälfte überschritten ist, dann verändert sich was. Und auf der linken Seite sagt man, okay, das interessiert uns gar nicht, sondern wir rechnen die nicht überdeckte Fläche, beziehungsweise die überdeckte Fläche, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht, rechnen diese Flächen komplett zusammen und entscheiden anhand dessen. Und jetzt will ich kurz hier auf dieses, was ich ein bisschen verwirrend finde, bei dem exakten Algorithmus. Da werden jetzt hier diese Subpixel auch gezeichnet, diese interessieren uns aber gar nicht. Eigentlich interessiert uns nur das. Und wenn jetzt so ein Beispiel kommt, dann ist das eigentlich nur dafür da, um das mit dem normalen Supersampling zu vergleichen. Aber eigentlich interessiert uns gar nicht, was jetzt hier gepixelt ist. Weil ob das jetzt so eine Linie ist oder so eine Linie ist, das interessiert uns ja für diesen Grauwert erstmal nicht. Wir gucken ja trotzdem beim exakten Supersampling trotzdem nur auf die Fläche, die überdeckt ist oder nicht überdeckt ist. So, das kurz als kleiner Abriss darüber. Wir gehen wieder zurück nach Paint und ich zeige mal hier gerade, was wir gerade mit der Linie gesehen haben und was auch vielleicht thementechnisch, jetzt kommen wir mal auf die Probleme des einfachen Supersamplings zu sprechen. Entschuldigung, nochmal kurzer Abriss hier rüber. Wir kommen nämlich jetzt genau darauf zu sprechen, dass es hier immer so einen krassen Plop gibt. In der Fachliteratur dürfte das dann auch sowas heißen wie, das ist ja hier vier Abstufungen des Grauwerts und auf der linken Seite sind es mehr Abstufungen des Grauwerts. So, was passiert da eigentlich? Wenn wir jetzt eine Linie haben, wie gesagt, wir erinnern uns, das normale Verfahren, also nicht das exakte, dann habe ich ja gesagt, wir schalten die Subpixel immer dann an, wenn wir über dem Mittelpunkt sind. Hier ist er ja auch schön markiert. Das heißt, solange unsere Linie bis hier hingeht, oder wir können es auch anders machen, so, ich weiß nicht, ob es jetzt einfacher ist, einfachheitshalber,
Nehmen wir gleich eine ganze Figur und sagen jetzt, okay, immer wenn diese Linie, man sieht das Rot nicht, aber die gestrichelte Linie da drüber ist, dann wird es angeschaltet. So. Fakt ist aber, diese Linie von unserer Figur, die ist da gar nicht drüber. Das heißt, es wird überhaupt nicht, diese Subpixel werden gar nicht als angeschaltet betrachtet, werden also komplett weiß geschaltet nachher als Pixel selber. Dazu mal ein kleines Beispiel, wie das dann konkret aussieht. So, wir haben hier drei verschiedene Zeichnungen. Einmal die normale, nicht entialized, dann die einfache und dann die nach Schilling, beziehungsweise die exakte. Und ich zoome mal rein. Dieses Verhalten, dass dann Pixel nicht an- oder ausgeschaltet wird, das sieht man jetzt an dieser Stelle hier, dass es hier eine wesentlich schlechtere Abstufung gibt. Also das ist ja komplett eine Farbe, während es hier in vier verschiedene kleine Bereiche bis hierhin noch gezeichnet wird. Entsprechend natürlich dem ganzen Dreieck. Das kurz nur nebenher. Darauf komme ich nachher noch zurück. So, wie gesagt, das ist also ein Problem. Diese Pixel würden gar nicht angeschaltet werden, die bleiben einfach weiß. Beziehungsweise, wenn ich meine Figur ein bisschen weiter zeichnen würde, so ungefähr, dann würde die erste Reihe Subpixel angeschaltet werden, die zweite Reihe nicht. Also hätten wir wieder so einen Sprung quasi dazwischen. Obwohl es eigentlich mehr sein sollte, mehr Farbe sein sollte, machen wir aber weniger Farbe. So, das aber nochmal weg hier. Und jetzt können wir lassen. So, und an dieser Stelle, wie gesagt, das ist ein Problem des normalen Verfahrens. Deswegen sagt man, okay, wir gucken gar nicht nach dem Mittelpunkt, sondern wir gucken uns einfach nur die Fläche insgesamt an und entscheiden dann, wie viel wir davon, oder nicht wie viel, Entschuldigung, sondern in welcher Farbe wir das Pixel dann einfärben, anhand eben der Originalfläche, die überdeckt wird. So eine Art wie Integration von damals in Mathe. Die Verfahren, wie man das nachher mathematisch macht, sind ein bisschen anders, einfacher, darauf will ich aber gar nicht eingehen. So, wir haben jetzt, will aber noch einen anderen interessanten Effekt zeigen. So, jetzt brauchen wir das mal nicht mehr. Sagen wir haben hier eine tolle Linie. So, nein, wir stellen uns vor, wir haben einen Körper. Und jetzt machen wir mal genau nach dem Verfahren, was wir eben hatten, dass wir sagen, okay, immer da, wo der Mittelpunkt mit eingeschlossen ist, das färben wir. So, dann stellen wir fest, das sieht irgendwie komisch aus. Wenn das hier eine Linie sein soll, die verdammt dünn ist auf dem Monitor, also eine Figur, die aussieht wie eine Linie, und sagen wir, selbst wenn, ich meine, das ganze Pixel wird ja hier nachher eingefärbt, dann wäre es aber so, dass die Pixel hier frei sind und die sind alle eingefärbt? Konkret also, sieht das dann farblich ungefähr so aus, wenn das entialized ist. Oder damit man sich es besser vorstellen kann, wenn das unsere Linie wäre, die wir jetzt entialized, dann würde das nachher so aussehen. Möglicherweise. Natürlich ein bisschen entialized. Und das wollen wir ja gar nicht. Aber das ist genau der Effekt, den wir bekommen, wenn wir das in dieser Form entializen. Vielleicht kann man jetzt sagen, okay, wenn man das als statisches Bild hat, gar nicht so schlimm. Aber schlimm wird's, wenn sich dieser Balken hier, dieser dünne Balken sich nach unten bewegt. Dann würden nämlich irgendwann diese Dinger hier angeschaltet werden und die hier aus. Also kommt das irgendwie zu so einem Blinken von den Pixeln jeweils. Und das will man halt überhaupt nicht. Und das ist ein zweiter großer Punkt, weshalb eben dieses einfache Verfahren mit nur mit nach dem Mittelpunkt gucken nicht so gut ist, sondern man lieber das Schilling-Verfahren nimmt, beziehungsweise das Exakte. Weil mit dem Exakten stellt man natürlich fest, okay, hier, hier und auch hier ist ja zumindest ein bisschen was drin, also würde das auch leicht gefärbt werden. Und auch beim Runterschieben, wenn ich jetzt diesen Balken hier nach unten schiebe, dann würde dieses Pixel hier langsam entfärbt und dieses Pixel langsam, wie sagt man, infärbt werden, also gefärbt werden, immer stärker. Und genauso das hier, beziehungsweise nach unten, das will sich eigentlich gar nicht verändern. Bis es dann hier gen Ende geht. So, ich finde das Thema unglaublich schwer. Ich hoffe, es ist irgendwie klar geworden. So, nochmal als Zusammenfassung, hier kann man alles sehen. Falls irgendwas unklar geblieben ist, dann schreibt es in die Comments. Ich hasse es immer, wenn die Leute sowas sagen. Aber ich finde, in dem Fall ist es wirklich ein Thema, was super einfach eigentlich ist, was aber immer verdammt schwierig geklärt wird und dann halt immer sehr schwer ist, irgendwie zu fassen zu kriegen. Und ich habe es jetzt so einigermaßen gefasst und je nachdem, wer noch irgendwo was nicht verstanden hat, schreib einfach und ich versuche mal darauf zu reagieren. Gut, in diesem Sinne, so einen Anhang habe ich noch. Und zwar meine ich ja, dass ich hier auf dieses Ding nochmal eingehen will. Was ist hier eigentlich passiert, wenn man sich anguckt? Hier ist irgendwas, das ist hier in viele verschiedene Abstufungen geteilt und hier eben nur noch eine. So, nochmal zurück in Paint. Da ist dann nicht sowas gewesen, sondern so, bevor ich das ganze Ding nochmal neu zeichnen muss. Da ist die Linie vom Dreieck ungefähr so durchgegangen. Ah, okay, hier oben stimmt es nicht ganz. Wir stellen uns einfach mal vor, dass auch der knapp über den Mittelpunkt ist. Dann stellen wir fest, okay, das wird als über den Mittelpunkt gezählt. Das, 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 das. So, das alles. Wir lassen uns jetzt mal nicht von der roten Figur stören. Wir sehen, das Wichtige ist, wir sehen, obwohl das hier oben ganz wenig eigentlich nur drüber ist, gerade so, und hier unten viel, viel mehr, fast schon über den nächsten, sind diese Farben, natürlich, es wird natürlich das ganze Pixel ausgefüllt. Ich habe das jetzt nochmal symbolisch hier oben grün gefärbt. Man sieht aber, dass die Farbe, die dann nachher entschieden wird, was hier in dem gesamten Pixel kommt, ist jeweils ein Viertel der Gesamtfarbe. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Die Linie war so knapp an dieser Stelle hier, die so nach unten gegangen ist, dass es hier eben gerade so überall nur ein Ton geworden ist. Genauso wie hier, wenn das jetzt gefärbt worden würde,
werden würde, dann würde das hier auch, alle vier Pixel hier würden ja alle einen gleichen Grünton bekommen. Und dann im Vergleich das exakte Verfahren, das sieht ein bisschen besser aus, weil wir gucken uns ja nicht nur den Mittelpunkt an, sondern stellen auch fest, okay, Moment, hier wird es ja auch ganz schön weit drüber sein. Ah, das sieht schon so aus. Hier, das ist zwar nicht das ganze Ding, aber es wird auf jeden Fall, das hier wird auf jeden Fall eine andere Farbe haben als das hier und als das hier und als das hier. Und das ist genau das, was hier an diesen beiden nochmal passiert ist. Das nur nochmal so als Einschub am Ende.